Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder für euch einen Text von Arnold Ehre. Diesen Text findet ihr in dem Buch Gesunde Menschen Band 2. Und dieser Text gehört zu dem ersten Teil, das rationale Fasten. Und der Text heißt Die definitive Heilung der chronischen Verstopfung. Die chronische Verstopfung ist das schlimmste und häufigste Verbrechen gegen das Leben und die Menschheit. Ein Verbrechen, welches unbewusst begangen wird und die Tragweite dessen bisher vollkommen unterschätzt wird. Sie muss beschuldigt werden, einer der Hauptverursacher aller körperlichen und geistigen Krankheiten zu sein. Aus eigener praktischer Erfahrung mit tausenden chronisch Kranken kann ich bestätigen, dass das Leben des Menschen und das Maß seiner geistigen und spirituellen Fähigkeiten in großem Maße vom Zustand seines Verdauungstraktes abhängig ist. Es ist mit Sicherheit sehr wichtig, dass das Gehirn und die Nerven des Menschen mit reinem Blut versorgt werden und nicht von Blut abhängig sind, welches mit Unreinheiten verschmutzt ist, welches von einem unsauberen Verdauungstrakt herrührt. Wobei unrein noch sehr geschmeichelt klingt, wenn wir es mit der schlimmsten Art von verdrecktem Zustand zu tun haben. Es ist eine Tatsache, dass der Mensch, das Produkt der gegenwärtigen zivilisierten Gesellschaft dieses vielgepriesenen 20. Jahrhunderts, bereits ungesund zur Welt kommt, weil die Mutter während ihrer Schwangerschaft fast unweigerlich an Verstopfung leidet. Und ich behaupte außerdem, dass jene, während sie sich in diesem Zustande befindet, 2 bis 3 Mal mehr an Nahrung zu sich nimmt, als notwendig wäre. Das hat zur Folge, dass der sogenannte normale, mehr oder weniger gesunde Mensch schon seit Kindheit ziemlich belastet ist. Und in noch größerem Maße ist dies beim verstopften Menschen der Fall, welcher mit solch einer Masse von innerem Schmutz belastet ist, dass es einfach unbeschreiblich ist. Sein Verdauungstrakt, welcher von seinem After bis hinauf zu seiner Kehle reicht, ist mit einem krankhaften Schleim gefüllt, einer Masse aus unverdauten, verwesten und zurückgebliebenen Nahrungssubstanzen, welche sich alle in einem Zustand der Gärung und Verwesung befinden. Seine Gedärme haben in seinem ganzen Leben kein einziges Mal eine perfekte Reinigung erlebt. Nach der Entleerung muss deswegen der Darmausgang, Anus, jedes Mal künstlich gereinigt werden, was verdeutlicht, dass die inneren Wände der Gedärme demzufolge ebenfalls große Mengen dieses gleichen Schmutzes enthalten müssen. Ein Berliner Arzt, der sein Leben lang Autopsien durchführte, berichtete, dass 60% aller Leichen in ihrem Verdauungskanal verschiedene Fremdmaterialien enthielten, wie Würmer und verwestes Kotmaterial. Er bemerkte weiterhin, dass in nahezu allen Fällen die Wände der Eingeweide und des Dickdarms mit einer Kruste verhärteten Kotes überzogen waren, was verdeutlicht, dass diese Organe zu einem Zustand äußerster Ineffizienz degeneriert waren. Fortschrittliche amerikanische Ärzte werden sich immer schneller bewusst, dass dieses zurückgehaltene Kotmaterial eine der Hauptursachen von Krankheiten ist. Autopsien enthüllen immer wieder unbeschreiblich verschmutzte Zustände. Jetzt folgt in diesem Text ein Abschnitt, wie ein Arzt beschreibt, was er in den Därmen findet. Das möchte ich euch jetzt nicht vorlesen. Wenn ihr dieses Buch habt, könnt ihr das auf Seite 84 bis 85 nachlesen. Viel wichtiger finde ich die Anmerkung dazu von dem Sven Rohag, der mit seinem Bruder dieses Buch Gesunde Menschen Band 2 und auch Band 1 herausgegeben haben. Der Sven bezieht sich bei seiner Anmerkung auf folgenden Satz. Viele Därme waren zu ihrer doppelten natürlichen Größe ausgeweitet, wobei sich ihre ganze Länge hindurch ein schmales Loch im Zentrum befand. Dabei hatten selbst diese zuletzt erwähnten Fälle fast immer eine tägliche Darmentleerung erfahren. Jetzt lese ich euch das vor, was der Sven dazu schreibt. Ist das der entscheidende Satz, auf den diese ganze Denkvorstellung, der Darm sieht beim Zivilisationsmenschen aus wie ein verkleistertes Ofenrohr, zurückgeht? Keine Ahnung, was dieser Mediziner da gesehen hat. Oder denkt, gesehen zu haben. Ich kenne die Därme der Verstorbenen beim Anatomiepraktikum im Medizinstudium. Da habe ich natürlich genau auf den Darm geschaut, aber ich sah bei den 4 Verstorbenen nichts, obwohl sie gute Beispiele für typisch zivilisationsernährte Menschen waren. Auch habe ich bei Darmspiegelung noch nie irgendwelche Anhaftungen von Kot an der Darmwand gesehen oder gar Ansammlung von Kot in Darmzotten. Diese sind ja mikroskopisch klein, da passen Hunderte auf eine Stecknadelkuppe. Was es gibt, sind Divertikel, abnorme Ausstülpungen in der Darmwand. Darin kann sich alter Kot befinden, auch Würmer. Diese Stelle der Darmwand neigt schnell zu Entzündungen, daraus können Tumore entstehen.
Ich habe bis heute nie ein Video oder Foto gesehen von dem, was dieser Schreiber da sagt, wobei sich ihre ganze Länge hindurch ein schmales Loch im Zentrum befand. Das ist jetzt hier die Stelle, auf die sich das Wenn bezieht. Und das ist ja auch ein Zitat, was der Arnold Ehret in seinem Text übernommen hat. Wie sollen sich da die Nahrungsreste vorwärts bewegen? Die Peristaltik durch die Muskeln in der Darmwand ist doch dann außer Kraft gesetzt. Ich habe keine Vorstellung, von wem diese Aussage sein soll, zumal er ja die Leute gekannt haben muss, weil er ja sagt, sie hätten täglich Stuhlgang gehabt. Das ist so unglaublich im Ehret-Stil geschrieben. Und warum fehlen in dieser Beschreibung die Divertikel, also die Ausstülpungen, die mit altem Kot gefüllt sind, und die Beschreibung, dass die Darmwand an dieser Stelle krankhaft verändert ist, entzündet und so weiter? Wenn das wirklich die Ursprungsquelle dieser Theorie ist, der Darm sieht beim Zivilisationsmenschen aus wie ein verkleistertes Ofenrohr, dann ist diese Theorie wirklich auf unglaublich dünnem Eis gebaut. Ich würde sagen, das ist so dünn, da ist gar kein Eis da. Schön klingt der Text trotzdem, aber das eigene Denken würde ich nicht außer Acht lassen. Man sollte ja versuchen, immer nüchtern und objektiv zu bleiben. Weiter geht's im Text von Arnold Ehret. Äußerlich gesehen ist der heutige Mensch sorgfältig herausgeputzt und vielleicht unnötigerweise und übertriebenerweise sauber, während er innerlich schmutziger als das schmutzigste Tier ist. Schon lange hat die Naturheilkunde gezeigt, dass es bei jeder Krankheit eine gesetzmäßige Belastung mit Fremdmaterial gibt, ein Verstopfen des Verdauungssystems. Dabei ist diese Aussage allein noch nicht aussagekräftig genug. Diese belastenden Materialien, Stoffe also, die gefährlich werden, während sie Fremdstoffe für den Körper sind und die für den ganzen Kreislauf ganz unnütz sind, bestehen aus angesammeltem Kot, unverdauter Nahrung, krankhaftem Schleim sowie zurückgehaltenem überflüssigem Wasser. Und all diese Stoffe befinden sich in einem Zustand der Gärung und Verwesung. In der Tat trägt der verstopfte Mensch ständig einen wahrhaftigen Pfuhl in seinen Eingeweiden, von welchem aus der Blutstrom immerfort verschmutzt und vergiftet wird, was nur ein sehr geschulter Beobachter unverzüglich anhand einer Gesichtsdiagnose zu erkennen vermag. Die offizielle medizinische Wissenschaft und der unerfahrene Laie vermuten keine Verstopfung, wenn das Individuum pro Tag 3 bis 5 Mahlzeiten verzehrt und eine sogenannte gute Darmbewegung zustande bringt. Der Mensch denkt, dass sein wohlgenährter Körper ein Zeichen von Gesundheit ist. Und gleichzeitig fürchtet er einen kühlen Wind und Krankheitskeime so sehr wie den Teufel selbst. Wenn solch ein wohlgenährter Mensch, der gewöhnlich verstopft ist, eine Fastenkur beginnt oder auf eine schleimfreie Diät gesetzt wird, wie ich es hunderten von Patienten als letzte Hoffnung empfohlen habe, dann scheidet er massenhaft faulenden Schmutz und stinkenden Urin aus, belastet mit Schleim, Salz, Harnsäure, Fett, Drogen, Eiweiß und Eiter, je nach seiner Krankheit. Der überraschendste Effekt dieser Behandlung liegt in der erstaunlichen Menge dieser abgegebenen Ausscheidungen und in dem Gestank der Ausatmung sowohl von Mund als auch der Haut. Aber die wichtigste Ausscheidung besteht in der Abgabe durch den Kreislauf in den Urin. Der Urin eines jeden wird demnach eine Sedimentschicht von Schleim zeigen. Sobald der Mensch etwas fastet oder seine Nahrungsmenge reduziert oder seine Ernährung in Richtung einer natürlichen, schleimfreien Diät verändert. Ärzte nennen dies dann Krankheit, wobei es sich jedoch um einen Selbstreinigungsprozess des Körpers handelt. Diese Selbstreinigung durch den Kreislauf stellt die beste Methode des Körpers zur Heilung von jeder Krankheit dar. Diesen Prozess durch Nahrungswahl und Nahrungsmenge zu kontrollieren, stellt die einzig wahre, natürliche und perfekteste therapeutische Heilkunst dar und wird bei keiner anderen Behandlung so erfolgreich erreicht wie bei dem Heilsystem der schleimfreien Diät. Diese Ausscheidung, insbesondere beim kranken Menschen nach einer langen Zeit des Elends, Leidens und der erfolglosen medizinischen Behandlung, stellt das größte Ereignis für den Menschen dar. Jetzt erkennt er, was ihm niemals aufgefallen wäre und was nur wenige Ärzte in der Welt jemals so wie ich durch Erfahrung mit Tausenden von Fällen verstanden haben, nämlich dass praktisch alle zivilisierten Menschen wegen ihrer chronischen Verstopfung laufende, lebende Krankheitsherde sind. Alle seine vorherigen erfolglosen Behandlungen erscheinen ihm nun in einem tragikomischen Licht. Er weiß jetzt genau, wo die Quelle seines Leidens zu finden ist, egal wie seine Krankheit heißen möge. Er versteht jetzt, dass er von seinen Ärzten auf falsche und unwissende Weise behandelt worden war und jene seine Krankheit nur unterdrückt hatten, ohne den Schmutz zu beseitigen, welcher in seinem gesamten Kreislauf, besonders in seinem Nahrungstrakt, seit seiner Kindheit enthalten war und dass dieser Zustand den hauptsächlichen Grund seiner Krankheit darstellte. Das war der Text von Arnold Ehret. Ich bin sehr gespannt, was ihr von diesem Text haltet. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen als Kommentar
unter diesem Video. Eine Stelle hat ja schon der Sven Rohag etwas revidiert, beziehungsweise sagt die Quelle, das ist nur die einzige Quelle für diese eine Aussage, dass eben der Darm des Zivilisationsmenschen total verschmutzt ist. Das hat ja der Sven Rohag gerade gerückt, aber das schmälert die schleimfreie Heilkost auf keinen Fall. Der Arnold Ehret hat damals Tausende von Menschen geheilt und auch heutzutage finden immer mehr Menschen zur schleimfreien, zur schleimarmen Heilkost und optimieren ihre Gesundheit bzw. können gewisse Beschwerden harmonisieren. Ein Satz am Anfang des Textes hat mich besonders fasziniert. Da schreibt Arnold Ehret vor über 100 Jahren: Aus eigener praktischer Erfahrung mit tausenden chronisch Kranken kann ich bestätigen, dass das Leben des Menschen und das Maß seiner geistigen und spirituellen Fähigkeiten in großem Maße vom Zustand seines Verdauungstraktes abhängig ist. Das ist für mich wirklich ein faszinierender Satz. Und da frage ich mich natürlich, was wäre möglich? Was ist unser wahres Potenzial? Nicht nur spirituell und geistig, sondern auch körperlich. Was könnten wir wirklich bewegen? Was könnten wir wirklich leisten? Wenn wir zum Beispiel artgerecht leben würden, wenn wir saubere Luft, sauberen Boden, sauberes Wasser, saubere, echte Lebensmittel hätten. Und zu dem artgerechten Leben gehört ja noch viel mehr, wenn wir wirklich unser ganzes Potenzial entfalten könnten. Was wäre da möglich? In den letzten Jahren habe ich so viele Erfahrungen bezüglich Fasten und Ernährungsumstellung gesammelt, mich mit Freunden, Bekannten ausgetauscht, natürlich auch mit Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und es war immer Fakt, wenn wir dem Verdauungstrakt eine Pause genehmigen, entweder durch Fasten oder eben auch weniger essen oder sehr leichte Kost essen, echte Lebensmittel essen, wenn wir nährstoffreich essen, wasserhaltig, schleimarm, schleimfrei, dann macht es auf alle Fälle auch was mit unseren geistigen und spirituellen Fähigkeiten. Das konnten mir viele bestätigen. Da ist es wirklich möglich, einen Wandel in einem selbst hervorzurufen. Meine Überzeugung ist die, wenn wir eine Veränderung in dieser Welt sehen möchten, zum Guten, zum Wahrhaftigen, dann müssen wir erst bei uns selbst beginnen. Da fängt die wahre Veränderung an. Da können wir das Bewusstsein für die Essenz des Lebens schaffen, was wirklich wichtig im Leben ist, und können diesen ganzen Ballast, diese Konditionierung, diese Programmierungen abwerfen. Das ist ein langer Weg, es ist auch ein steiniger Weg. Bei mir war das oft auch von Tränen begleitet, aber Tränen sind für mich auch immer ein Zeichen der Entgiftung, der emotionalen Entgiftung. Also ich begrüße Tränen auch. Wenn ihr diesen Weg geht, ist es von Vorteil, Menschen um euch zu haben, die einen ähnlichen Weg gehen, die in eine ähnliche Richtung schauen, die euch auch gegebenenfalls bei Einbrüchen auffangen können. Wenn ihr euch für die schleimfreie Heilkost oder eine Ernährungsumstellung zur schleimfreien Heilkost interessiert, dann kann ich euch unsere Facebook-Gruppe empfehlen. Da könnt ihr euch mit Gleichgesinnten regelmäßig austauschen. Ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Jetzt sind wir am Schluss des Videos angelangt. Ich verweise nochmal auf die kostenlosen Direktlinks zu verschiedenen Schriften von Arnold Ehret. Da haben wir die schleimfreie Heilkost vom Kranken zum gesunden Menschen und noch einige Fastenbriefe. Ich verlinke euch auch diese Seite unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Da könnt ihr euch die PDF-Dateien direkt herunterladen. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieser Text von Arnold Ehret gefallen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.